Und Mike und Joe meinten, dass ich ihn ganz allein aufführen darf, während alle anderen dastehen und staunen. Als Eröffnung für den Disco-Dance. Norman wird für euch den Dancefloor rocken. Norman tanzen! Hä? Norman tanzen! Wie? Was denn? Oh. Das ist Lillys Lieblingslied. Wie schön, dass heute Abend jemand mit ihr tanzt. Nochmal, nochmal! Tja, Disco-Boy. Sieht ganz so aus, als hättest du eine Tanzpartnerin. Aber, Lilly zerstört noch meinen unglaublichen Auftritt im Scheinwerferlicht. Damit wäre Jupiter gewartet und alle Feuerlöscher sind okay. Perfekt, Penny. Gut, jetzt rufen wir das Team zusammen. Es wird Zeit für die... Oh! Die Feuerwehrübung. Oder sollte das etwa Teil eurer Übung sein? Entschuldige, Sam. Wir haben gerade das geniale Finale geübt. Das tanzen wir nämlich heute Abend beim Disco-Dance. Wir nennen den Tanz den Flieger. Und ich hab mir gedacht, Elvis probt den Flieger erst mit mir, wenn er das mit Dolly gut hinkriegt. Ich finde, du solltest noch ein kleines bisschen weiter üben mit ihr, Elvis. Geht das? Eins, zwei, Soundcheck. Norman, was machst du denn da unten? Shh, ich versteck mich doch nur vor Lilly. Sag ihr ja nicht, dass ich hier unten bin. Ach, keine Sorge, Norman. Lilly wird nie erfahren, dass du dich hier unten versteckst. Oh. Ach, das Mikro scheint zu funktionieren. Das ist die beste Disco-Kugeltorte, die jemals jemand gemacht hat, Mom. Oh, ich danke dir, Sarah. Hoffentlich schmeckt sie so gut, wie sie aussieht. Hilf mir! Versteckt mich! Lilly sucht mich überall und ruft Norman tanzen. Das geht nicht. Wie übe ich denn sonst meine Moves? Norman, jetzt spiel dich nicht so auf. Nicht doch. Da, Lilly kommt. Bloß schnell verstecken. Sie wird mich noch finden. Norman tanzen. Norman tanzen. Ah. Gut, machen wir also weiter mit den Tanzfiguren. Beug die Knie, Elvis. Beug die Knie. So etwa. Komm schon, Sam. Nun mach schon. Hilf, Elvis. Ich glaube, ich bin da nicht der richtige Disco-Tanz-Spezialist. Oh, du nicht auch noch, Schnuffi? Wirklich? Ja. Gut. Was soll's? Ist ja so ähnlich wie viele Übungen für die Bergung von Verletzten. Zuerst stell dich mal gerade und fest hin, Elvis. Die Arme hoch und bereit machen fürs Fangen. Ja. Und los, Ellie. Denk dran, beug schön die Knie, Elvis. Nun denn, Pfadfinder, ihr wisst, wohin es heute geht. Um erste Hilfe bei Notfällen in den Bergen da zu üben, wo sie wirklich passieren. Ich weiß über alles genau Bescheid. Dank meinem Pfadfinderhandbuch für erste Hilfe. Ich weiß über alles genau Bescheid. Dank meinem Pfadfinderhandbuch für erste Hilfe. Norman, lass das bitte. So, nun kommt Pfadfinder. Auf zur Kletterschlucht. Wusstet ihr, was der häufigste Grund für Verletzungen bei Wanderung ist? Ich schon. Hier steht's nämlich, das Tragen des falschen Schuhwerks. Das Tragen des falschen Schuhwerks. Norman? Sehr gut, Elvis. Wir haben den Patienten in deinem Wagen und jetzt vorsichtig mit ihm in die Notaufnahme. Vorsichtig, aber schnell. Na, nicht so wild, Elvis. Wenn du wirklich Verletzte transportierst, dann hat immer die Transportsicherheit Vorrang vor der Schnelligkeit. Entschuldige, Helen. Schon gut, Elvis. Ich hätte da noch eine Idee. So fährst du dann vielleicht ein bisschen langsamer. Oh, Zischi Blub. Ich liebe Zischi Blub. Nein, du sollst das doch jetzt nicht trinken, Elvis. Oh. Du versuchst jetzt so ruhig, gleichmäßig und vorsichtig zu fahren, dass du nicht einen Tropfen verschüttest. Oh. Viel Glück, Sam. Danke, Penny. Brauche ich auch. Oh. Nicht so wild, Elvis. Ich hol dir noch ein Zischi-Blub. Und ich werde mich lieber mal umziehen. Kennt ihr auch den Unterschied zwischen einer Verstauchung und einer Quetschung? Ich schon. Ich wünschte, ich hätte ihm dieses Buch nicht zum Geburtstag geschenkt.
Kennt ihr auch alle die 8 verschiedenen Fußknochen, die es gibt? Ich schon. Das sind Phalangen, Metatarsalien, Navicular... Nun hör doch mal auf mit dem Lesen und guck hin, wo du lang... Trevor! Alles in Ordnung? Nein. Ich habe das Gefühl, ich habe mir alle 8 verschiedenen Fußknochen gebrochen. Ah, oh nein! Was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt nur tun? Oh, Bienenstiche? Nein, Bootunfälle? Brennnesseln? Oh. Ach komm, James. Ich finde gerade nicht, was wir jetzt machen sollen. Oh nein, ich weiß schon. Natürlich den Rettungsdienst rufen. Kein Empfang hier. Keine Sorge, Trevor. Irgendwo habe ich hier sicher Empfang und dann rufe ich Hilfe. Aber James, entferne dich nicht von der Gruppe. Soll ich ihm hinterher, Trevor? Nein, wir sollten zusammenbleiben. Hilf mir beim Bandagieren und dann erst gehen wir alle auf die Suche. Genial. Wenn ich erst groß bin, werde ich auch ein super starker, cooler Actionheld sein wie Flex Dexter. Ja, James, du hast recht. Du siehst wirklich sehr cool aus. Hallo, Mike. Bist du der Erste, dem wir das Auto waschen dürfen? Oh, schade, Sarah. Ich habe gerade mein Van waschen lassen. Und was soll ich sagen? Norman und Hannah machen das tipptopp. Norman und Hannah? Und wie, ja. Die haben einen Wasserstrahler und das alles. Und hängen auch nicht mit einem Fuß im Eimer. Wir werden nie genug Geld für den Film zusammenkriegen, wenn die uns alle Kunden wegschnappen. Tut mir leid, Kinder, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Für mich sind so tropfende Wasserhähne ein Geschäft. Ich glaube, es wird Zeit für einen kleinen Besuch bei Norman und Hannah. So, alle auf Position. Was ihr zu tun habt, wisst ihr ja. Bodycams an, lasst uns zusammen Seenotrettungsfilmgeschichte schreiben. Irgendwie hat es der Dreh dieses Rettungsvideos Hauptfeuerwehrmann-Stil sehr angetan. Komm schon, Ellie. Wir sind fertig für die Nahaufnahmen. Und... Action. Denk dran, Sam, du bist schiffbrüchig und hoffst, gerettet zu werden. Hilfe, Hilfe! Ich bin schiffbrüchig und hoffe, gerettet zu werden. Los, Crittenden! Ich bin der König der Welt! Aus! Aus! Oh, Crittenden, ich sehe nur deine Nasenlöcher. Und hör endlich auf, da rumzubauen wie ein Sack Kartoffeln. Oh nein, das wird der schlechteste Seenotrettungsfilm aller Zeiten. Hey ihr, hört sofort auf, Autos zu waschen. Das Autowaschen war unsere Idee. Keine Chance. Wir wollen auch den neuen Flex Dexter Film gucken. Und wir holen uns dazu noch Popcorn und literweise Limo. Norman, komm schon. Zeit ist Geld. Hör auf zu reden und fang an zu wachsen. Die können sogar wachsen. Und wir waschen eigentlich nur mit Dreckwasser. Ha, ist ja nicht unsere Schuld, dass eure Autowäsche nichts taugt. Das wird sich noch zeigen, Norman Price. Wir haben nämlich als nächstes vor, uns zum Waschen hierher zu stellen. Ja. Ja, dann werden wir ja sehen, wer mehr Autos wäscht. Jetzt die Rettungsschlinge anlegen, Crittenden, und richte die Bodycam auf ihn, während du das versuchst. Gleichzeitig ist das wirklich schwierig, Sir. Eine sehr interessante Technik, Elvis. Gib mir den verzweifelten Sam. Hilfe! Ich bin schiffbrüchig und hoffe, gerettet zu werden. Gestaltet vom Feuerwerkskönig selbst, Joe Sparks. Oh, da ist er ja. Achtung bitte, das Pyrotechnik Techno Startmodul 2000. Oh, da wird ja der ganze Himmel voller Raketen sein. Gesteuert per Bluetooth. Ja, und das hier ist der magische Knopf dafür. Alles klar, Dad. Wann geht's denn jetzt endlich los? Vom Reden wird sich das nicht aufstellen. Nun hetz mich nicht, Hannah. Diese wirklich einmalige Feuerwerksmaschine aufzubauen dauert eben. Und wie viel ist eben?
etwa eine Stunde? Wuhu, die Zeit reicht für ein nettes kleines Barbecue. Wartet hier. Aber wird die Zeit dann auch noch reichen für den großen Feuerwerkszauber im Park? Das hoffe ich doch, denn immerhin wurden mir 2 Feuerwerke versprochen. Naja, dann hoffe ich, mein Dad beeilt sich ein bisschen. Feuerwerk kann extrem laut sein und einen dadurch unangenehm überraschen. Also, haltet immer Abstand von dem bunten Böllerkram, dann seid ihr schlau. Und könnt ihr das Geknalle und Geblitze gar nicht leiden, macht es euch drin gemütlich. Und ganz bestimmt solltet ihr heute Abend da sein. Also, drinnen. Kein Problem, Onkel Sam. Wir sorgen dafür, dass sie nicht rausgehen. Ja, wir haben die Tiere voll im Griff. Komm her, Butler. Butler, komm zurück! Tiger! Ich glaube nicht, dass wir sie erwischt haben, Onkel Sam. Nein, James, glaube ich auch nicht. Diese Hotdogs sind ja wirklich sehr... sehr knusprig. Macht euch mal bloß keinen Kopf. Ihr könnt noch haufenweise mehr haben. Dum-di-dum-di-dum. Also, soll ich Rohr B jetzt in A schrauben oder gehört B doch in Rohr D? Dad, das dauert jetzt schon viel länger als eine Stunde. Du musst jetzt loslegen, sonst verpassen wir das Feuerwerk im Park. Ich hab's ja gleich. Allerhöchstens eine halbe Stunde noch. Wenn das so ist, will irgendjemand noch Nachschub? Ich hab hier noch jede Menge. Bitte, Hannah, du musst dein Dad antreiben. Ich will keine verbrannten Hotdogs mehr. Mein Mund fühlt sich an wie Holzkohle. Oh, Dad, jetzt mach endlich. Verkostungstische, check. Dann die Pizza-Talentjurorin, check. Hungrige Gäste? Ja! Yeah. Na bestens. So, na dann wollen wir mal sehen, ob unsere Pizzaback-Teams bereit sind. Wie läuft's bei Ihnen, Charlie? Ich habe schon Segelboote gebaut, die schneller fertig waren als das, aber ich bin fertig. Und zum Backen wird darin richtiges Holz verbrannt. Genau, und darin machen wir die beste Pizza in ganz Pontypandy. Ach Quatsch, dieses Ziegelding schlägt niemals unseren Ofen. Der läuft mit Gas und ist gleich heiß. Ein Druck auf den Knopf, das war's. Von euch hat echt keiner eine Chance gegen Team Price. Wie sieht's mit unserem Ofen aus, Mom? Alles eingestöpselt und wartet nur noch. Welche Pizza wollen wir zuerst in die Mikrowelle stecken, Norman? Die Monsterkäse oder die Würstelüberraschung? Na los, Dad, beeil dich. Die anderen legen gleich los. Ich mach ja schon. Sieht so aus, als hätten wieder Leute die noch glühende Grillkohle im Mülleimer entsorgt. Hoffentlich dauert das hier nicht zu lang. Nachher verpassen wir noch die Pizza-Fiesta. Löschen geht immer vor, Elvis. Je schneller wir das Feuer hier löschen, desto schneller wirst du... Unmengen von geschmolzenem Käse essen. Und der liegt auf leckeren Tomaten und wunderbar weichem Teig. Oh, das mag ich. Naja, keine Sorge, Elvis. Mit Wasser und Löschschaum sollten wir das in 0, nichts unter Kontrolle haben. Löschkäse? Ich meine Löschschaum. Kommt sofort. Entschuldige, Sam. Ellie, was ist denn deine Lieblingspizza? Meine ist eindeutig die Hawaii mit Extrakäse. Das weiß ich gar nicht. Komm schon, keine Pizza-Unterhaltungen während des Dieses. Ananas auf einer Pizza, die Welt wird ja immer verrückter. Also Salami dagegen, das ist etwas ganz anderes. Das nenne ich eine Pizza. Es kann losgehen. Verkostung in 20 Minuten. Pizza fertig, los! Macht eure Pizzakreis rund und die Welt darauf ganz bunt. Oh, der fliegt aber hoch, Mandy. Nun mach schon, Dad. Die Pizza könnte jetzt eigentlich rein. Nicht so voreilig, ihr zwei. Der Ofen ist ja noch nicht mal warm. Aber wir wollen nicht noch länger warten. Wir wollen endlich gewinnen. Der schmeckt jetzt hoffentlich nicht nach deinem Rasierwasser, Dad. Ich krieg die nicht da rein.
nein. Butler! Hallo, Leute. Darf ich euch vorstellen, meine neue Partnerin. Das ist aber ziemlich komisch. Sitzt deine Partnerin im Kofferraum? Also, Leute, das ist Shadow. High five. Low five. Zeig, was du kannst. Oh, wow. Butler. Wirklich peinlich. Freut mich wirklich sehr, Shadow. Du musst unbedingt Schnuffi kennenlernen. Ich muss dafür sorgen, dass Butler genauso toll wird. Nein, vergiss es. Erst letztes Jahr habe ich das doch versucht. Ich sagte Sitz und er jagt Tiger auf den Baum rauf. Doch, das werde ich, James. Einfach, weil ich die bessere Hundetrainerin bin als du. Ach, wirklich? Beweise es. Werd ich. Und du wirst dich wundern. Garantiert kann Butler nachher schon ein Kunststück. Also schon eins mehr als vorher. Puh. Fang ihn, Schnuffi. Fang ihn. Ah, da ist ja Schnuffi. Oh, wer ist ein guter Hund? Du natürlich, Schnuffi, das bist du. Ja, 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 ja. Na, siehst du, Shadow? Das ist Schnuffi. Schnuffi, das ist Shadow. Sieht so aus, als würde Shadow Schnuffi beim Ballfangen Konkurrenz machen wollen, was? Ja, meinst du? Oh, das glaube ich nicht, Sam. Schnuffi ist doch ein echter Ballfang-Weltmeister. Ich zeig's dir. Wow. Oh, ach, vergiss es, Schnuffi, das hat gar nichts zu sagen. Shadow hat einfach nur Glück gehabt. Pass auf, Butler. Ich werde dir jetzt dein allererstes Kunststück beibringen. Und das Kunststück heißt High Five. Auf dieser Hunde-Website steht, man sollte mit leichten Übungen anfangen. Man darf nicht gleich Kunststücke von den Tieren verlangen. Das ist aber ganz leicht für eine Hundetrainerin wie mich. Schau her. High Five. Nicht doch, Butler. High Five. High Five. Tja, sagte ich dir doch. Na los, komm, konzentrier dich, Sarah. Sag es langsam mit tiefer Stimme. Langsam mit tiefer Stimme. High Five. Sagte ich dir doch. Vergiss es, Sarah. Von wegen. Ich sag das Kommando noch einmal. Butler, schau auf meine Hand. High five. High five. High five. High five. High five. Seht ihr, junge Retter? Die Anzeige des Einsatzstatusprotokolls sagt uns ganz klar, dass Ellie nicht in Gefahr ist, weil sie noch jede Menge Sauerstoff in ihrer Flasche hat. Verrückt. Also, auch wenn du hier nur so herumstehst und wirklich absolut gar nichts machst, Onkel Sam, bist du doch immer noch wichtig für das Team. Na, James, ich würde ja nicht sagen, absolut gar nichts. Ich bin nur... Seht ihr? Endlich kommt Ellie da raus. Das war wirklich aufregend. Ja, das war es, Mandy. Junge Retter, jetzt seid ihr dran. Und bei dieser Trainingseinheit wird Mandy das Einsatzstatusprotokoll überwachen. Hurra! Den langweiligen Kram musst du machen. Norman? Los, kommt ihr drei. Ihr zieht die Feuerwehrschutzausrüstung an. Ich wollte für einen aufregenden Einsatz trainieren, so wie Ellie. Oh nein, Trevor! Ich fürchte, diese Erbsen sind schon aufgetaut. Wirklich, Dillis? Dann jetzt zwei auf ein. Oh, Trevor! Sie verstehen es wirklich, Gefrierschränke zu befüllen? Oh. Oh nein! Ach, das ist halb so schlimm, Dillis. Wir sollten nur die anderen Sachen schnellstens in den Gefrierschrank tun. Oh, seien Sie vorsichtig, Trevor. Tja, geschafft. Oh, Dillis, wir brauchen mehr Gefrierschränke.
Der da ist fast voll. Keine Sorge, Trevor. Ich habe noch ein paar alte im Keller, die kann ich benutzen. Ich komme gleich wieder. Hier, Trevor, die Gefrierschränke müssen nur noch an... Trevor, wo stecken sie? Hier, Dillis. Also, sie machen da ein Nickerchen, wo doch die Gefrierschränke angeschaltet werden müssen. So, alle Stecker sind drin. Nun kann die Eiszeit kommen. Sind da auch Sandwiches in den Rucksäcken, Ellie? Nein, Norman. Nur Sandsäcke habt ihr da drin. So wisst ihr, wie sich das anfühlt mit einer Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Also, wenn wir in ein brennendes Gebäude gehen, dann erhält die Person mit dem ESP unsere Kennung, sodass sie jederzeit sieht, wie unser Sauerstoffvorrat ist. Junior Feuerwehrmann Norman, Sauerstoffvorrat 100%. Ist es Gareth? Unsinn, Mandy. Und wieso steht er dann da rum, hinter dem Busch? Ich sehe da doch sein Hintern. Oh, tun wir doch bitte alle mal, als wäre da nicht Gareth. Sonst wird das nichts mit seinem großen Auftritt. Klar. Ach, den kann er kriegen. Oder den. Hervorragend. Einen großen Applaus für den allerersten Leiter der Pontypendi-Pfadfinder. Hier kommt Überraschungsleiter Gareth. Hallo, Pfadfinder. Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein Abenteuer. Ja! Ja! Nun, das ist gut, denn um diesen Tag zu feiern, macht ihr unter meiner Führung eine Wanderung zum Bergsteiger-Erlebnispark. Ja! Und genau das nenne ich mal eine Überraschung. Und seht, was ich auf dem Dachboden gefunden habe. Meinen allerersten Pfadfinder-Rucksack. Der sieht aus, als käme er aus einem Museum. Der sieht aus, als käme er aus einem Mülleimer. Norman? So, und wem soll ich meinen Feldstecher anvertrauen? Mir. Ich liebe Feldstecher. Fein, der zieht mir den Rucksack so runter. Werden wir den Wanderweg dahin nehmen, Gareth? Den Wanderweg brauchen wir nicht, Mandy. Denn ich werde euch heute eine uralte Pfadfinderabkürzung zeigen. Kommt mit, Pfadfinder. Hallo, ihr zwei. Also, ich muss noch ein paar wichtige Sachen zu dem großen Fest draufbringen. Daher ist nur noch ein Platz im Hubschrauber frei. Ja, das bedeutet, einer muss mit dem Pontypendi-Express rauffahren. Und ist das ein Problem? Tja, weil Gareth unterwegs ist, wird Mike Flood heute den Zug fahren. Tada! Gut, gut! Mir dreht sich alles um. Deswegen. Nun, ihr werdet unter euch ausmachen müssen, wer im Hubschrauber fliegen darf. Sieht so aus, als müssten wir das auf althergebrachte Art klären. Meinetwegen. Au, 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 au. Hat nicht vielleicht irgendjemand anderes Lust, den Feldstecher zu tragen? Das ist total aufregend. Nein. Nein, danke, Norman. Au. Pontypendi! Aufbricht zu einer ganz unglaublichen Ballonfahrt. Vom Start hier zu den Ruinen von Kap Pontypendi. Ah, sie steigen offenbar jetzt gleich auf. Wir starten! Hurra! Und los, das wird toll! Ja. Ihr seid die Größten! Der Knoten will sich nicht lösen. Oh, wie langweilig ist das denn? Los, jetzt mach! Dad? Oh, Hannah!
Oh nein, oh nein, oh nein! Macht euch keine Sorgen, ich habe alles unter Kontrolle. Ja, da kommt sie. Alles klar, Sir. Und kriegen wir das hin? Oh ja. Und da wir beide einen höheren Dienstgrad haben, ist es ja klar, dass ich Rose Ravani die Anlage hier zeigen darf. Ich habe auch tiefgehende Kenntnisse über die Untiefen der See, weißt du? Wie verrückt, der Hubschrauber hat Strümpfe an. Ach die, diese Wasserkufen sind dazu da, um sicher auf Wasser zu landen. Oh ja, natürlich, das war nur ein kleiner Test, Sam. Guten Tag allerseits. Dass Sie mir heute das Seenotrettungszentrum zeigen, ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Dann werden wir auch sehen, wie sich der neue Polizeihubschrauber einfügt ins Rettungsteam. Bestimmt absolut perfekt, Polizeihauptmeisterin. Oh ja, ich würde gerne damit beginnen wollen, Ihnen die Grundausrüstung vorzustellen. Da ist zunächst der ganz einfache Rettungsring. Eine hervorragende Möglichkeit zu demonstrieren, was passiert, wenn der eine Fuß in einer Flosse festhängt. Sam, vielleicht solltest du Rose Ravani die Beobachtungsplattform zeigen. Ja, natürlich, Sir. Hier entlang. Ich komme gleich nach. Will ich hoffen. Mayday! Mayday! Ich rufe schnell das restliche Team zusammen. Ich hab's gleich. Ja! Er kommt doch klar. Stein und Pflanzen so mega spannend. Und was sollen wir jetzt machen? Da stehen gar keine Regeln und Anweisungen. Ihr sollt lauter Fotos machen von allem, was da auf der Liste drauf ist. Und wer das von euch hinkriegt, der kommt an die große Wand der Champions. Mein Bild sollte auch da oben drauf sein für die längste Wanderung, ja. Aber ich hab noch keine Zeit für einen Fototermin. Wow. Ist das cool. Nachher hängt hoffentlich auch mein Bild an der Wand der Champions. Wart mal, Mandy. Die Ponchipandi-Petunie steht da drauf. Das ist so ziemlich die seltenste Pflanze auf der Welt. Und die wirst du niemals finden. Doch, die finde ich. Ich finde diese Petunie und alle anderen Sachen von der Liste. Und dann komme ich riesig groß an die Wand der Champions. Guten Morgen, Polizeihauptmeisterin. Guten Morgen, Polizeihauptmeisterin. Sam, Avis, willkommen zum Pferdetraining. Denn heute werdet ihr das Polizeipferd kennenlernen. Kilo. Es hört gar nicht auf, mich anzustarren, Sam. Nur keine Sorge, Elvis. Das meint es sicher ganz freundlich. So, wir haben schon Schmetterling, Stein, Rinde, Gras und Ameise gefunden. Es sind noch 10 Sachen zu finden. Das ist echt super toll. Jetzt habe ich fast alle Sachen auf der Liste. Und nur diese Ponty-Pandy-Petunie fehlt noch. Tja, du findest die Ponty-Pandy-Petunie hier nicht. Die wächst nur an Felswänden. Und hier sind ja nur Gras und Sträucher. Wenn das so ist, dann werde ich wohl weiter oben suchen müssen. Schnell, wir folgen ihr. Sie ist total gut im Finden von Sachen. Ja, das wird echt ganz großartig an der Wand aussehen. Kinder, geht nicht so weit weg. Machen wir nicht. Du magst ja vielleicht alles andere schon haben, aber du findest niemals diese blöde Petunie. Ach wirklich? Wirst schon sehen. Um ein Pferd in einer Notsituation zu lenken, haltet ihr die Zügel ganz locker und sagt nur und weiter. Versuch's mal. Ich? Gut, na denn. Und weiter. Sieh doch mal, Sam! Ich kann das Pferd führen! Kilo, ho! So, Sam, und nun du. Äh,
alles klar. Es geht los. Schon ist das aufblasbare Paddelbrett fertig für euch. Yeah. Wer will zuerst? Ich bitte. Oh, ich denke, Sarah war zuerst. Ja. Oh. Ja, richtig, Sarah. Und nun vorsichtig aufstehen. Oh, wirklich gut, Sarah. Mach weiter so. Das macht so viel Spaß. Genial. Aber wenn das so viel Spaß macht, dann will ich jetzt auch. Klar, in einer Minute. Oder vielleicht erst in einer Stunde. Du stehst da immer noch drauf. Aber ich müsste doch längst mal dran sein. Alles klar. Komm zurück, Sarah. Oh, na endlich. Oh, nur nicht so eilig, James. Du kannst auch gleich drauf. Nur erst wird gegessen. Was? Wieso darf ich denn erst nach dem Essen? Tja, Norman, dann wirst du wohl der Einzige bei der Führung durch das Seenotrettungszentrum sein. Wow, eine Führung nur für mich und niemand anders. Ich komm auch mit. Was? Ja, Norman, deine Mami sagte, dass du zu der Führung willst und dass du unbedingt dein Lieblingscousin dabei haben willst. Aber meine Cousine Jenny ist nicht hier. Sie meinte mich, Norman, und das weißt du. So wird's eine ganz besondere Tour, was, Norman? Ich wette, das wird längst nicht so gut wie die Führung im Piratenmuseum von Newtown. James, willst du denn nicht noch ein Sandwich? Nein, vielen Dank, Dad. Ich wollte nur kurz nachsehen, ob das Paddelbrett nicht verschwunden ist. James, was soll das denn? Sarah, kommandier mich nicht rum. Wir dürfen nicht ins Wasser gehen, wenn Dad nicht dabei ist. Oh, jetzt verstehe ich. Das sagst du nur, weil du wieder willst. Was? Nein, nein, ich mein's ernst. Stopp! James! Was sagtest du, Sarah? Ich kann dich nicht hören. Ich bin viel zu beschäftigt mit Paddeln. Für so ein großes und leistungsstarkes Boot reagiert Titans Steuerung sehr sensibel. Das verlangt keine Superkräfte. Es geht ganz leicht. Wow, stell dir mal vor, du steuerst Titan, Derek. Darf ich da drauf drücken? Bitte nicht anfassen. Darf ich an die Löschkanone? Finger weg von der Löschkanone. Darf ich den Motor anmachen und durch den Hafen fahren? Dieses unheimliche Geräusch hörte. So ein gruseliges Grollen hatte er noch nie von einem Tier gehört. Und er wusste, dass es nur zwei Menschen gab, die dieses Geheimnis lüften konnten. Rätselagent Price und Agentin Sparks. Und ihr kennt sie auch als die Rätsellöser. Also, das Geräusch war in der Nähe der Pontypandy-Berge. Und es hat sich wie ein riesiges Tier angehört. Das Fell vielleicht sehr zottelig? Oh ja, das Tier klang so schrecklich zottelig. Und glaubt mir, ich kenne so Zottelfiecher. Was es dann sein muss, ist klar. Eindeutig das legendäre Monster der Pontypandy-Berge. Entschuldigung, das ist mein neuer Klingelton. Hallo? Nein, Mom, ich will keine Würstchen zum Tee essen. Ich bin in einer wichtigen Rätsellösersache unterwegs. Das heißt für uns, wir brauchen nichts weiter zu tun, als dieses Geräusch zu orten und ihm zu folgen. Und dann werden wir wieder ein mysteriöses Geheimnis lösen. Entschuldige. Wie? Was wollt ihr denn jetzt alle um diese Zeit hier oben? Wir sind wegen einer großen Rätsellöser-Ermittlung hier. Was denn sonst? Naja, Rätsellöter, was? Rätsellöser. Wir gehen jetzt in den Wald und suchen das geheimnisvolle Fellmonster der Pontypandy-Berge. Klar, was auch sonst. Es wird bald dunkel. Nein, für uns nicht. Sollte vielleicht jemand von uns mitkommen? Also für alle Fälle. Naja, da ich schon das letzte Mal den Fall mitgelöst habe. Ellie, willst du nicht mitgehen?
Mach ich doch gern. Ich liebe Geheimnisse. Wartet, ich komm mit. Hat irgendeiner schon was gehört? Oh, diese Wahlgesangswogen sind vielleicht ein kleines bisschen zu laut. Also, schließe die Augen und fühle diese leichte Brise und werde ganz eins mit den singenden Walen. Und atme den herrlichen Duft der Seegraskerzen. Oh nein, Frau Chen, was war das? Tja, das klang nicht wie ein Wal. Irgendwas schleicht hier aber durch die Gegend. Nun, was immer es auch ist, nichts wird unser Wahlgesangswogen-Waldwochenende stören. Komm, Gwendolyn, das klären wir. Ich weiß nicht. Mach doch nicht nur eine langweilige, supernormale Kutschfahrt. Wie wär's denn mit einer gruseligen Kutschfahrt? Sowas habe ich im Internet gesehen und die sind richtig spannend. Das ist doch Unsinn, Norman. Es ist helllichter Tag. Das funktioniert doch nur zu Halloween und nicht mitten im Sommer. Na, ihr zwei? Soll ich euch bei den Kutschfahrten helfen? Wie sieht's aus? Oh ja, das wäre toll, Mann. Der erste Kunde fehlt uns noch dafür. Oh, hey, Mike! Hast du nicht Lust auf eine Kutschfahrt? Oh, eine Kutschfahrt und dazu ein Würstchen. Heute kann's nicht mehr besser werden. Alles klar, Hannah, du kennst dich ja schon aus. Na, und falls du mich brauchst, ich bin hier hinten. Wollt ihr nicht vielleicht doch eine gruselige Kutschfahrt? Oh, du nervst, Norman. Komm schon, Prinz. Ganz richtig, Hannah. Und immer schön locker die Zügel. Gruselige Kutschfahrten sind nicht nur was für Halloween. Und ich habe vor, das zu beweisen. Du wirst deinen neuen Sitz hier vorn in Jupiter lieben, Schnuffi. Oh, nicht doch. Ich habe glatt die Haltevorrichtung vergessen. Auch egal, Schnuffi. Bestimmt funktioniert ein Sitz auch ohne Anschrauben. Fertig. Ich glaube, ich sollte es doch mit Anschrauben versuchen. Was war denn das für ein Krach? Elvis, ich dachte, du wolltest auf das Stadtfest. Ja, eigentlich habe ich das vorgehabt, Penny. Aber ich habe hier ein paar Probleme. Ja, das sehe ich, Elvis. Ich glaube, du könntest Hilfe gebrauchen. Oh, danke schön, Penny. Tja, ich muss schon sagen, Leute, unser Feuerwehrstand ist in der Tat ganz prächtig. Es fehlt nur der... Wo ist Schnuffi? Wie bitte, was? Ich will Schnuffi streicheln da. Oh ja, ich bin untröstlich, Lilly, aber Schnuffi ist noch nicht hier. Wo ist er denn? Er ist mein Lieblingshund. Oh, nein, da musst du doch nicht weinen, nein. Alles halb so wild, Lilly. Ich weiß schon. Ich erzähle dir jetzt genau, warum wir eigentlich so gern Dalmatiner einsetzen, hier bei der Feuerwehr. Na, das klingt doch interessant, nicht wahr, Lilly? Ja, weißt du, Dalmatiner verstehen sich wirklich sehr gut mit Pferden. Und in den alten Zeiten, als die Feuerwehrwagen noch von Pferden gezogen wurden, hatten die Feuerwehrleute immer Dalmatiner dabei. Wie Schnuffi. Und die liefen neben den Pferden her, ohne jede Angst, und machten den Weg frei und beschützten sie. Tut mir leid, dass ich deine Schwester verpasst habe, Ellie. Und? Wie geht es ihr so? Hat sie schon diese Schneckensocken entdeckt? Es geht um Fleckenrochen, Sir. Leider noch nicht, aber sie hat ja einen ganzen Expeditionstrupp bei sich. Sie wird den Fleckenrochen schon finden. Ich sehe da Bewegung an der Oberfläche. Richtung Norden, Hannah. Ei, ei, Jody. Richtung Norden. Hört zu, Leute. Haltet jetzt bitte alle die Augen auf bei der Suche nach dem Fleckenrochen. Er ist extrem selten in dieser Gegend und insofern wäre es wundervoll, einen zu sehen. Jody, ich lese dein spannendes Buch und ich finde da drin nicht eine Seite über brotfressende Barracudas oder fliegende Riesenhaie. Weißt du wirklich alles über das Leben in den Ozeanen?
Aber sicher weiß sie das, Norman. Weil sie Meeresbiologin ist natürlich. Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Oh, die Meeresbiologen. Das sind Wissenschaftler, die ihr ganzes Leben die Ozeane der Welt erforschen und alles, was so im Wasser lebt. Ach ja, ja, das weiß ich doch. Hattest du mal einen Tintenfischringkampf? Oder hast du schon ein Seeungeheuer gesehen? Es wäre so toll, wenn ich mal ein Monster sehen könnte. Oh. Sieht so aus, als würde sich Normans Wunsch hier erfüllen. Norman, da kommt gleich ein Seeungeheuer an die Wasseroberfläche. Genial. Ich sehe, wie es hochkommt. Gleich ist es oben, das Riesenmonster. Hilfe, Hilfe! Das Seeungeheuer will mich fressen! Ganz ruhig, Norman. Ich rette dich vor dem Riesenmonster. Das war doch nur Seetang, Norman. Was? Nichts weiter? Aber wozu wirft Penny stinkigen alten Seetang aufs Boot? Wozu? Das sind alles Proben für die Forschung. Steht genau auf Seite 102. Doch zuerst messen wir die genaue Wassertemperatur und tragen auf einer Karte ein, wo er gefunden wurde. Oh, aber das klingt ja jetzt echt blöde langweilig. Ich würde ja viel lieber einen Kraken vermessen. Komm schon raus, du fetter, fleckiger Schlingel. Komm raus, wo du auch steckst. Am besten wär's vielleicht, ich suche den Fleckenrochen. Und du steuerst das Boot für eine Weile, Mike. Ich bin der Fischer an Bord, weißt du? Oh, ja, ei, ei, mein Kapitän. Versuchen wir es lieber woanders. Ja, steuer uns in Richtung Leuchtturm, Mike. Ei, ei, volle Kraft, voraus. Segelt los, der Wind weht mich, hurra. Unsere Follower sind ganz verrückt nach mega aufregenden Geschichten und wollen genau wissen, was in Ponty Pendy so los ist. Also ganz egal, was ihr zwei so dreht, das wird nie so spannend wie meins. Denn ich kenne die Videos von Scoop Dooley, der Star-Reporterin. Und dadurch weiß ich ganz genau, wie ich an die neuesten Nachrichten komme. Gewürzgurken sind heute im Sonderangebot. Wäre das nicht eine brandheiße Meldung, Norman? Nein, vielen Dank, Mom. Denn Scoop Dooley sagt, brandheiß ist eine Meldung nur, wenn sie aufregend ist und actiongeladen. Na dann mal viel Glück, Norman. Wir gehen jetzt zur Feuerwache. Die wollen in die Feuerwache? Ja, aber wo krieg ich denn nun den Super-Mega-Knüller her? Bereit, Ellie? Ja, Sam. Rauchpatronen gezündet, Feuer brennt, Dolly ist in Position. Sehr gut. Legen wir los, Leute. Hallo, Feuerwehrmann Sam. Hey, Onkel Sam. Oh, guten Tag, ihr zwei. Ganz vielen Dank nochmal, dass wir die Übung am Trainingsturm heute filmen können, Onkel Sam. Und ihr könnt sogar Live-Bilder streamen, hier aus der Helmkamera. Das geht ganz leicht. Oh ja, bitte. Und wie machen wir das? Das geht, wie gesagt, ganz leicht. Oh, toll. Wie findest du das, Sarah? Hallo! Zu dich dran, Mandy. Das ist genau das Stichwort. Bitte geht zurück und stellt euch hinter die Absperrung. Aufgepasst, Leute. Wir fangen mit der Übung an. Norman Price, Star-Reporter, auf der Jagd nach Sensationen. Oh, hallo, Norman. Willst du meine neue Erfindung sehen? Es ist ein raketengetriebener Pogo-Stick. Ein Pogo-Stick? Nein, danke, Joe. Ich suche etwas Aufregendes und Actiongeladenes. Stimmt das? Ein raketengetriebener Pogo-Stick? Das ist mein Superknüller. Norman Price, der Star-Reporter, live vor Ort in Joe Sparks Garage mit einer exklusiven Mega-Story. Na los, Joe. Die Leute, die den Ponty Pendy Planet anklicken wollen, wissen, was du da gebaut hast. Ja, also heute da habe ich vor, meinen Pogo Master 2000 zu testen. Aber zuerst was zum Thema Sicherheit. Was? Nein, doch keine Sicherheit. Wir wollen nur Raketen. Ich habe da ein faszinierendes Buch gelesen über die Entflammbarkeitsgrade von Treibstoffmischungen. Ach, na los, jetzt zünde mal die Rakete. Ja, dazu werde ich auch gleich kommen, Norman. Zunächst aber sollte man über die Zusammensetzung des absolut sichersten Raketentreibstoffs Bescheid wissen. Am besten nimmt man 69-70% feingranuliertes Raketonium-Nitroxidid und 16-20% unraffiniertes Sparkesium. Gleich schlafe ich ein. Und das Ganze wird emulgiert in...
Ich kann's gar nicht mehr erwarten. Das wird heute bestimmt der aufregendste Tag aller Zeiten. Guten Tag. Seid ihr auch alle bereit für Moos Bergheldentraining? Klar! Und wie? Da werde ich natürlich der mutigste Bergheld aller Zeiten. Gut, dann lasst uns gleich loslegen mit dem Balanceakt der Gefahr. Oh nein, ich mag keine Gefahr. Oh ja. Sogar die Wäscheleine meiner Mom hängt viel höher. Kommt, ihr Berghelden, stellt euch den Abgrund vor. Das ist langweilig. Sogar James würde über sowas doch nur lachen. Oh nein! Ich kann gar nicht hinsehen. Hört zu, Leute. Hauptfeuerwehrmann Steel trifft gleich mit Wallaby 2 ein. Es ist Zeit für die jährliche Inspektion. Tja, und da kommt er schon. Setz schnell Wasser auf, Elvis. Dein Tee schmeckt ihm doch ganz besonders. Oh, verstanden, Penny. Wallaby 2 an Bergrettungszentrum. Wir haben hier ein kleines Problem. Sam, Wally steht auf der Landefläche. Ja, das sehe ich auch, Elvis. Komm mit, das machen wir doch im Handumdrehen. Halt an, Wally! Ich will runter von diesem Schaf! Wally, komm hierher! Danke, Sam. Sam, ich habe hier eine Nachricht von Hauptfeuerwehrmann Steele. Er sagt, schafft endlich dieses Wollknäuel vom Landeplatz, damit ich meine Tasse Tee kriege. Und nun wird es Zeit für eure nächste Prüfung. Die Klippenwand der Furcht. Oh nein! Ich kann Furcht noch weniger ausstehen als die Gefahr eben. Die lächerliche Wand ist doch keine 2 Meter hoch. Ja, ich werde doch nie ein Bergheld, wenn ich da hochkletter. So, wer möchte denn zuerst? Hey, hier steht ja, was der Abschluss des Trainings ist. Nämlich die Seilrutsche des Grauens. Ach, die ist sicher nicht besser als die beiden anderen Sachen. Hier steht auch, dass es die längste Seilrutsche in den ganzen Bergen ist. Ja, wirklich? Hilfe! Zu hoch! Zu hoch! Wenn wir uns jetzt wegschleichen, können wir die Zeit mit Rutschen überbrücken. Und zwar so lange, bis James endlich mit den ganzen langweiligen Sachen fertig ist. Tja, es ist eigentlich nur den Waldweg runter. Wir wollen nur kurz auf die Toilette gehen, Moose. Okidoki. Wann landet dieses Ding denn endlich? Und ich erkläre hiermit den Tag der offenen Tür in der Feuerwache von Pontypendi für eröffnet. Super! Fantastisch! Ihr könnt euch auch fotografieren lassen mit den Feuerwehrleuten und ihren Fahrzeugen. Und kauft alle diese tollen Kaffeebecher, verziert mit meinem Gesicht. Der ist ja ganz famos. Du kannst Hydrus doch nicht fahren, Butler. Und wir haben eine ganz besondere Überraschung, die genau in diesem Moment unterwegs zur Feuerwache ist. Oh. Sehr interessant. Achtung! Hier sind schön scharfe Fischkroketten für euch alle. Hey, ihr zwei, ihr müsst damit rumgehen. Ist gut, Mom. Möchte jemand schöne scharfe Fischkroketten? Oh, ich muss schon sagen, dieser Anblick ist ja ganz köstlich. Ich muss Sie aber warnen, Hauptfeuerwehrmann Steel. Die sind schon ein klein wenig feurig. Na, das schreckt mich nun wirklich kein bisschen. Nichts ist leckerer als so ein pikanter Snack, der die Sonne aufgehen lässt. Scharf! Scharf! Vielleicht zu scharf? Wasser! Wasser! Oh, wie das brennt! Also ziemlich scharf. Platz da! Her damit! Noch mehr! Schön scharfe Fischkroketten? Oh! Weißt du, wieso diese Stelle abgesperrt ist, Penny? Ich habe keine Ahnung, Sam. Hm? Ein heißer Ofen. Oh, was ist denn das?
möchte euch nun alle bitten um ein ganz herzliches Pontypendi-Willkommen für unseren sympathischen neuen Polizeimeister Malcolm Williams. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Leute. Schön scharfe Fischkroketten. Oh, aber da greife ich zu. Danke. Lecker. Mama mia! Also ich glaube, Moms schön scharfe Fischkroketten sind heute ein bisschen zu scharf geworden. Wasser und Eis! Eis und Wasser! Mehr Eis! Kinder? Dort wollen wir ankern. Wir rudern dorthin auf der Meerwellenkamm. Als hätten wir es gerade gestern gesungen, Sam. Ja, manche Dinge vergisst man nie, Charlie. Zum Beispiel, wie schön so ein kleines Bruderwochenende ist. Ja. Wirklich eine Insel der Entspannung und Ruhe. Ich werde das Zelt aufstellen. Nein, ich kenne mich am besten mit Camping aus. Gib das her. Nein, hör auf zu ziehen. Ich hatte es zuerst. Das geht aber nicht. Los, lass mich das aufbauen. Jetzt lass das doch. Ja, von diesem Lärm kriege ich Ohrensausen. Na, ruhig, ruhig. Es gibt genug Zelte für alle hier. Hauptfeuerwehrmann Steel? Oh, Sam. Und, Charlie. Da ist Onkel Sam. Du bist ja auch hier, Onkel Sam. Hallo? Ich bin auch hier. Oh, hallo, Dad. Ich dachte, Sie wollten eigentlich den Junge-Retter-Camping-Lehrgang in den Bergen machen, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Ja, aber dann hatte er eine wirklich großartige Idee. Denn weil heute so schönes Wetter ist, sollten wir lieber nach Pontypandy Island fahren stattdessen. Ah, eine wirklich großartige Idee. Aber es ist ein ganz dummer Zufall, dass Charlie und ich hergekommen sind für ein ruhiges Wochenende. Ach, nur keine Sorge. Wir werden euch ganz bestimmt nicht stören. Ich habe jede Menge geplant, um die jungen Retter beschäftigt zu halten. Na denn, Charlie und ich finden schon ein Plätzchen, wo wir nicht stören. Oh, nur aus Interesse. Hat Penny die Leitung der Feuerwache? Selbstverständlich. Oh, gut. Dann ist Pontypandy ja in sicheren Händen. Hauptfeuerwehrmann Steel, wozu ist das hier gut? Hoppla! Mal im Ernst, wenn Norman Price hier auf der Insel ist, kann in Pontypandy nicht mehr allzu viel schiefgehen. Ruhig, Wolli. Geschafft. Bring uns runter, Tom. Gute Arbeit, Penny. Danke, Arnold. Das sieht gut aus. Der perfekte Zeltplatz. Und es ist so herrlich ruhig. Und da ist sogar ein Flüsschen. Da kann ich meinem großen Bruder ein paar Angeltricks zeigen. Hier lang, junge Retter. Oh, Sam, wir wollten euch wirklich nicht stören. Entschuldige bitte. Ach, nicht doch, Sir. Wir sind noch auf der Platzsuche. Nicht wahr, Charlie? Ja, Sam. So, junge Retter. Dieser Platz ist nicht nur sehr schön, er ist auch sicher genug, um euch zu zeigen, wie man in der Wildnis Feuer macht. Nur mit zwei dieser Feuersteine. Na, mal sehen. Sam, als ich sagte, dass mein Fischerboot bald keinen Sprit mehr hat, ahnte ich ja nicht, dass du hier mit zigtausend Litern auftauchst. Heute ist doch der Tanktag für alle Boote, Charlie. Aber du darfst zuerst. Danke, Sam. Dann hole ich meins schnell her. Wer hat denn wohl diese Dinger angebracht? Oh, Gwendolyn, ich mache eine Schlagzeugshow. Hast du schon meine Plakate entdeckt? Die sind ja ziemlich schwer zu übersehen, Mike. Abracada, brillant, mit dem großen Normanski. Ja, meine neue Zaubershow werden alle lieben. James, Sarah, ihr müsst zu meiner neuen Zaubershow kommen. Die Abracada, brillanteste Show aller Zeiten. Oh, hey! Du weißt schon, dass da noch eine andere Show ist, und zwar auch an dem Tag. Nicht wahr, Norman? Was? Welche andere Show? Diese Show. Wie,
Wie kann es jemand wagen, am selben Tag wie der große Naumanski aufzutreten? Wer ist der Trommelmeister? Das ist ganz bestimmt mein Vater. Tja, er kann nicht am selben Tag auftreten. Das geht wirklich gar nicht. Halt! Und das geht auch gar nicht, Norman! Es ist aber nur Platz für eine Show in Ponty Pandy Mandy. Meine! Was ist das? Hey, Norman Price! Das sind meine Plakate, die du da überklebst. Was soll denn das? Und außerdem ist deine Show am selben Abend wie meine. Nein, im Gegenteil. Deine Show ist am selben Abend wie meine. Und wie wär's, wenn ihr beide einfach umplant? Oh nein! Ich bin schon seit Wochen am Üben für meine Paradiddles. Tut mir leid, Norman. Du wirst umplanen müssen. Nein, umplanen wirst du natürlich. Ich hab's zuerst gesagt. Dad, du benimmst dich kindisch. Meine Show ist wichtiger. Nein, meine. Meine. Ach, hör auf. Könntet ihr vielleicht mal damit aufhören? Oh, verflixt. Na dann, wir können anfangen. Malcolm? Alles gesichert, Sam. Hey, hier ist ein echter Dreckspatz unterwegs. Weißt du, wer der Trommelmeister ist? Tja, ich vermute, dass es jemand ist, der genauso laut hämmert, wie er trommelt. Ah, Mike Flood. Da hätte ich drauf kommen können. Na, ich folge einfach diesen vielen Plakaten. Dann werde ich ihn sicher bald finden. Nein, meine Show ist genau das, was das Publikum will. Dafür ist es notwendig, dass ihr euch zunächst ein echtes Floß baut. Aus diesem Haufen von allerlei nützlichen Gegenständen. Da stecken ja noch mehr nützliche Sachen in dem Mülleimer meiner Mutter. Überlass das mir. Wir sausen da mit den Fluss lang, so schnell kann sich der arme Trevor gar nicht umgucken. James, was machst du da? Das Abzeichen damals für Flugzeugbau, das haben wir dann noch auch nicht gekriegt. Weil Norman ja meinte, so ein Flieger bräuchte doch gar keine Flügel. Und er landete krachend auf Trevors Mütze. Tja, heute nimmt uns Norman unser Abzeichen nicht weg. Ich besorge uns jetzt eine Floßbauanleitung und genau nach diesem Bauplan werden wir vorgehen. Ist das der Edward Dads Akku? Den solltest du aber nicht da reinstecken. Der hat ein kaputtes Kabel. Das funktioniert bestens, Sarah. Nur ein wenig hin und her wackeln, dann klappt es. Bitte! Ich hab's schon. Eine Floßbauanleitung, in der genau steht, wie es geht. Mein Fuß! Upsi. Wir können die Sachen nicht einfach so kreuz und quer zusammenstecken, Norman. Der Fluss hat teilweise eine ganz schön wilde Strömung. In meiner Badewanne geht's wilder zu als da drin. Oh, Jupiter, nur ein klitzekleiner Kratzer, der wirklich nicht so schlimm ist. Hier, da sind Tücher und dann los. Wir polieren die Fahrzeuge. Nur Jupiter lassen wir Elvis. Oh. Sieht aus, als könntest du gut was hiervon gebrauchen. Oh, Farbe. Nein, nein, andersrum. Erst zielen, dann drückst du vorsichtig ab. Denk dir, es wäre ein Feuerlöscher. Gleich geht's los, Jupiter. Eins, zwei... Hallo, Freund! Oh. Quedlington? Entschuldigung, Hauptfeuerwehrmann Steel. Ein Tuch, Sir? Hier im Plan steht, man soll die Stangen mit einer Achterschlinge zusammenbinden. Denn das ist ein ganz besonders sicherer Knoten. Was soll das denn für ein Knoten sein, Norman? Na, der Norman-Price-Könner-Knoten natürlich. Und dann steht hier im Plan, wichtig ist die entsprechende Aquadynamik. Ist das etwa auch ein Knoten? Also willst du nun das Abzeichen oder nicht? Na gut, dann zeig uns den Plan. Die Fässer sind die Sitze und durch sie schwimmt das Floß auch. Das Netz hier sorgt dafür, dass das Ganze... jetzt schon leer? Das Tablet muss schon wieder geladen werden. Keine Sorge, James, das kriegen wir hin. Wir machen erst die Fässer dran, dann das Netz. Ja, knoten wir alles zusammen und dann geht es los auf den schrecklich wilden Fluss. Nein, wartet! Ihr wisst doch gar nicht, wie man die Fässer und das Netz anbringt. Oh, na komm endlich. Nun geh schon an. Oh, geschafft. Das Netz dient...